mit anderen Menschen sprechen. Die wollen da sitzen mit ihrer Pizzaschachtel, die wollen sich um das technische Problem kümmern. Und wenn sie das genial lösen, haben sie einen unglaublich hohen Wertbeitrag für das Unternehmen geleistet. Und dann muss es irgendjemand anderen geben, der ein schönes Design dazu macht, der es gut vermarktet oder dafür sorgen, dass der Laden läuft. Und diese Aufgabenteilung ist aus meiner Sicht das Wichtigste für den Erfolg. Ich bin ein großer Fan von Teamgründern. Unternehmen, bei denen ich der allein Geschäftsführer bin, versuche mir immer irgendeinen aus meinem operativen Kopf heranzuziehen, indem ich zu hören, der mir widerspricht, der tiefer drin ist im Tagesgeschäft, der mich ergänzt und der idealerweise ganz anders ist als ich. Das ist so der Gedanke. Aber jemanden, der begnadet sich mit Technik auseinandersetzt, dazu zu zwingen, sich um Finanzen oder Menschen zu kümmern, das ist in den seltensten Fällen gut für ein Unternehmen. Das ist genau auch meine Erfahrung. Also einen Forscher umzuschulen auf einen Organisator, um ihm jetzt BWL und Rechnungswesen beizubringen, finde ich, klappt meistens nicht. Da ist eine natürliche Resistenz da. Wenn Sie einen Ingenieur zum Verkäufer schulen wollen, das geht nicht. Das widerspricht beinahe seinem Ethos. Also statt Menschen in Dinge hinein zu zwängen, die sie ungern machen, ist es sehr viel besser, ein Team zu haben, wo Leute sind, die gerne Rechnungswesen machen und die gerne Marketing machen. Sowas. Also Team, Arbeitsteilung, mehr Arbeitsteilung im Entrepreneurship und nicht den Gründer als den Zampano, der in allen Gebieten Firmen sein muss und sich dann in viele BWL-Gebiete so ein bisschen einarbeitet über so BWL-Kurse für Gründer und dann bei ihm dilettiert und möglicherweise großen Schaden macht.